Hi, ich bin Anders Inset, gebürtiger Norweger und Wirtschaftsphilosoph. Ich freue mich sehr, euch alle am 3.11. online zu sehen. Ich freue mich, mit euch über diese merkwürdige, aber auch spannende Zeit zu sprechen. Über das, was ich als Zeitfenster der Opportunität nenne. Wir sind wachgerüttelt worden als so eine Art Nickerchen, der seit 50 Jahren andauerte. Seit der Ende der Friedens-, Pop- und Liebesrevolution in 1970. Wir erinnern uns an den Kniefall von Warschau. Seitdem war die Wirtschaft stets geprägt von Export und wir haben versucht, die Welt mit unseren tollen Produkten zu gewinnen. Jetzt wird Radikalität gefragt. Jetzt brauchen wir den deutschen Mittelstand. Jetzt brauchen wir die jungen Macherinnen und Macher, die Handlungshelden der neuen Zeit. Wir müssen die Wirtschaft neu denken, um die Gesellschaft zu verstehen. The old economy is tot. The new economy, das Versprechen aus Silicon Valley mit Ferraris und Yachten für alle, ist ebenso tot. Was folgt, ist das, was ich die Q-Economy nenne oder eben die Quantenwirtschaft. Darüber sprechen wir am 3.11. Wir sprechen darüber, wie wir gemeinsam die Quantenwirtschaft gestalten können, wie wir neue Geschäftsmodelle entwickeln können und wie wir mit den großen bevorstehenden existenziellen Veränderungen der Menschheit, also die Bedrohung durch den ökologischen Kollaps und die bevorstehende digitale Tsunami, umgehen wollen. Nicht das Coronavirus sei das Problem, sondern unser Denken an sich ist infiziert. Und wo besser mit diesem Heilungsprozess zu beginnen, als am 3.11. am Mission M. Ich freue mich auf euch.